Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Oddworld New and Tasty. Ich habe gerade 10 Minuten in Anführungszeichen aufgenommen. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf von meinem Videoprogramm zu drücken. Aber es waren zum Glück nur 10 Minuten, als es mir dann aufgefallen ist. Ich wollte nämlich checken, wie lange ich schon aufnehme. Ja, war dann halt Fail, ne? Aber gut. Wir sind jetzt hier im Lager. So nennt sich dieser Abt-Teil hier. Und, ja, wir sehen hier oben wieder so ein schwebendes Auge. Das ist auch so ein Chant, Anti-Chant-Ding. Sieht ein bisschen anders aus als das in der Fabrik an sich, aber es hat genau die gleiche Funktion. Jetzt müssen wir hier aber aufpassen, denn man sieht unten links schon den Kopf so ein bisschen von dem einen Mudaken hin und her gehen. Ja, da sind auch... Das ist auch ein Portal, was wir aktivieren können. Allerdings können wir jetzt nicht chanten, weil dieses Ding da oben hier am Rumfliegen ist. Jetzt müssen wir einen Punkt finden, wo sich dieses Auge deaktiviert. Und dann müssen wir ganz schnell chanten, denn hinter diesem Mudaken, der da sitzt, lauert auch noch ein Scrap. Deswegen machen wir jetzt, springen wir schnell rüber und chanten direkt. Okay, das war souverän gemeistert. Da sieht man auch diesen Scrap. Wir kriegen im Spiel auch noch ein bisschen mehr über die erzählt, also über die Verhaltensweise und so. Meine ich mal jedenfalls. Wenn nicht, werde ich das dann an der passenden Stelle erzählen. Aber erstmal machen wir hier das Lager, wo wir halt so ein bisschen an die Kreaturen herangeführt werden. Und wir haben jetzt das erste Hirntod. wie nennt sich das denn? Geheimding. So, wir machen jetzt erstmal das Portal auf, weil das vergesse ich nämlich ganz gerne, das zu öffnen. Und dann muss ich nochmal hin und her, weil wir müssen jetzt einmal nach rechts, um den Strom da oben auszuschalten. Ich bin übrigens, meine Nase ist übrigens dicht, ich weiß nicht warum, ich bin... Also mir geht's nicht scheiße oder so, ich bin nicht erkältet. Aber irgendwie ist sie dicht. So, und diese Scraps, die holen uns, also die sind einen Ticken schneller als wir. Und da dürfen wir uns hier keine Fehler erlauben. Zum Beispiel zu früh springen drücken oder so. Das ist dann nicht so gut. Aber so haben wir jetzt schon mal insgesamt 76 Mudaken gerettet. Und 223 fehlen uns noch. So, Mr. Scrap. Mit deiner Zunge. Wir hechten jetzt wieder hier rüber. Dip, dip. Ich muss unbedingt mal nach meiner Anlage gucken. Irgendwie ist der Ton auf der rechten Seite weg. So. Jetzt können wir wieder zurücklaufen. Denn dieser Geheimgang wäre schon mal erledigt. So, das ist hier ganz easy peasy. Einfach nur ein bisschen drüber. Hier müssen wir jetzt abwarten. Denn Mr. Scrap würde uns töten, wenn wir jetzt einfach hier runtergehen. Diese Dinger haben sich auch ein bisschen verändert. Also ein bisschen sehr verändert. Irgendwie ist der komplette Sinn von den Dingern verloren gegangen. Denn im ersten, also im Originalteil, war das so, dass sich die überlappen konnten und unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Hier sind die alle in der gleichen Geschwindigkeit, können sich nicht überlappen und dadurch ist das mega einfach geworden. Ich hoffe mal, das werden sie in Soulstorm ändern. Ich weiß nicht, ob ich schon mal über Soulstorm jetzt geredet habe. Aber, das ist dann das Exodus Remake. Da kann ich dann gleich auch von dem ARG, heißt das so? Ich weiß es nicht. Mal erzählen. Aber wir werden uns jetzt hier erstmal... Also hier steht hier chanten und deswegen chanten wir jetzt hier. Weil diese Fliegedingsies da unten erzählen uns immer ein bisschen was. Nur ist das in New and Tasty leider ein bisschen schwierig zu lesen.
Ich glaube aber, im Englischen ist es einfacher zu lesen, aber es ist halt Deutsch jetzt, ne? Die See liegt der heiß weisen dir den Weg. Ich glaube, ich werde das vom Vorschaubild jetzt immer vorlesen, weil das ist einfacher, weil das Bild kleiner ist. Ja, und diese Kamera, ich bin jetzt ein bisschen schnell gelaufen, aber dieser Kameraschwenk hier, der ist sogar Rapture Farms im Hintergrund. Ja. Diese Vögelchen hier, die hier landen, wir können auch mit denen unsere Energie wieder auffüllen, wenn wir hier chanten, dann fliegen die nämlich zu uns. Und laden unsere Energie auf, die wir sowieso nicht haben, weil wir instant, also meistens instant tot sind. Ja, wir gehen dann mal weiter und jetzt kommt, glaube ich, eine Sequenz. Ja, dem Moloch scheint das anscheinend nicht so zu passen, dass wir hier abhauen. Ja, wir lesen jetzt erst noch das hier oben. Schleiche durch den Dampfnebel. Dampfnebel. Ja, denn wir sind jetzt hier, wir sind immer noch im Lager, also diese Bereiche gehören noch zum Lager. Und wir haben jetzt hier neue Checkpoints, also ein neues Aussehen von Checkpoints. Denn in der Fabrik waren die so metallisch und hier haben wir die jetzt schön aus Holz. Gefällt mir sehr gut vom Design. Ja, und allgemein dieser Außenteil hier gefällt mir voll von der Atmosphäre irgendwie mit den leuchtenden kleinen Pilzchen und so. Und mit der Dunkelheit und den Sternchen und so. Doch, ist schon schön. Und das, was sie auch genebelt, das, was sie auch geändert haben, ist halt dieser Nebeldampf, whatever. Ich weiß nicht, ob die hier irgendwie Probleme hatten, so Schatten zu programmieren. Aber ja gut, ist halt irgendwie gelöst worden. Hätte man aber auch irgendwie besser machen können, finde ich. Ich bin nicht da. Ich habe heute übrigens wieder Pokémon gespielt. Ich bin jetzt Level 21. Und, ja. Genau, ich hatte eine Arena. In einer Arena war ich drin und ich glaube aber, ich bin da schon wieder draußen. So, hier ist der nächste Geheimgang. Gehen wir direkt hin. Ja, wie gesagt, die Geheimgänge sind halt genauso wie, also an den gleichen Stellen wie bei. Nee, nicht du. Er hier. Wie im alten Teil. Ich sage jetzt alten Teil. Ist mir egal. So, jetzt muss ich erstmal hier unten einen von den Slicks übernehmen, denn wir müssen diese vier Mudakens hier oben müssen wir irgendwie nach unten kriegen und dann hier drüben in das Vogelportal. Jetzt muss ich einen bechanten und dann die ganze Zeit nach unten zuspammen. Okay, ist aber keiner gestorben, oder? Ich könnte auch mal nach oben gehen und gucken. Ne, ist keiner gestorben, das ist schön. Ja, ist auch ganz cool, dass wir hier so eine sowas haben, wo wir immer gucken können. Aber das gibt es nicht überall. Das ist halt nur in diesen Fabrik-Dingern. Oh. Warte. So. Yay! Auf in die Freiheit! Und damit wäre dieser Geheimgang auch schon wieder erledigt.
Ja. Genau, das ARG. Ich weiß immer noch nicht, ob das so richtig heißt. Auf jeden Fall hat irgendjemand durch Zufall, glaube ich, auf der originalen, also nicht auf der originalen, also auf der Standard-Homepage von Oddworld im Quellcode irgendwelche Bilder gefunden, die auf der Seite nicht auftauchen. Da waren drauf zu sehen Zahlen. Und diese Zahlen haben dann wiederum genau zu einem, wie nennt man das denn, wenn man oben den Link hat und dass da quasi noch was angehangen wird, also noch ein Slash und dann irgend halt zum Beispiel die Zahlen. Das haben die dann, glaube ich, gemacht und dann sind die auf irgendwas anderes gekommen und das ging dann immer so weiter und das sind, glaube ich, mittlerweile, ich weiß gar nicht, ich glaube 47 Seiten im Forum gewesen. Die habe ich mir alle durchgelesen, super spannend irgendwie. Und jetzt hängen die leider ein bisschen fest. Also was, ich kann mal noch erzählen, was es dann noch so gab. Aber ich chante erstmal. Rette verlorene Seelen. Das habe ich jetzt nur lesen können, weil es auch im alten Teil so war. Ja. Das war knapp. Ja. So macht man das nicht. So auch nicht. So aber. So. Ja. Lass mich mal gerade überlegen. Nicht so schnell. Genau, da war dann zum Beispiel, kam man auch noch irgendwie auf eine Tondatei, wo dann dieser Rhythmus öfters also so eine Musik, die man bei Oddworld hört, abgespielt wurde, aber ein bisschen verändert wurde, sodass da draus ein so ein Morsecode entstand. Und da musste man den entschlüsseln. Und so. Und das war halt mega cool. Und was gab's noch? Genau, da waren halt irgendwelche. Genau, auf der Homepage gab es auch noch so ein Eingabefeld, wo man was eintippen konnte. Und da hat man dann irgendwas rausbekommen. Wenn man zum Beispiel Mudaken hingeschrieben hat, dann hat man dann zum Beispiel irgend so einen Buchstabenwirrwarr bekommen. Und das ist dann. Wenn, dann konnte man das dann noch, nee, das war irgendwie, also das war irgendwie verschlüsselt, wenn man jetzt zum Beispiel das Alphabet hat und das sich das Alphabet nochmal da drunter legt und dann das untere Alphabet einfach, sagen wir mal, 13 Zeichen weiter nach rechts schiebt, so dass das dann quasi das in dem verschlüsselten Ding, das A ist dann im Original, also im richtigen Wort eigentlich dann ein M oder so. Ja, und so war das dann halt. Und da hat man dann auch noch was rausbekommen und all so ein Kram ist, finde ich voll cool, wie viel Aufwand sich die da, wie sich, wie viel Aufwand sich die Leute da gemacht haben. Nur um irgendwie die Fans so ein bisschen bei Laune zu halten. Achso, das war Rette verlorene Seelen. So, der Stick müsste da mal abhauen, weil der verscheucht mir die Vögels. Wichser! Verzieh dich.